Liebe Freunde, in diesem Monat gedenken wir besonders des heiligen Josef, des Bräutigams Mariens. Der Monat März ist deshalb der Monat des heiligen Josef, weil wir auch das Hochfest feiern am 19. März. Aus dem Grund möchte ich gerne einen kleinen Gedanken anführen, der mir vor kurzem in der heiligen Messe so aufgegangen ist. Warum lässt Gott zu, dass sein Sohn einem Ziehvater anvertraut wird, der ausgerechnet Zimmermann ist? Ich habe mich das bisher noch nie so gefragt, ich habe es immer so hingenommen, aber vor kurzem ist mir die Frage so aufgekommen, warum eigentlich? Bei Gott gibt es doch gar keine Zufälle und alles hat wirklich seinen Sinn und Zweck bei ihm. Wir müssen vielleicht auch so ein bisschen das historisch betrachten, denn zu jener Zeit ist mit einem Zimmermann etwas anderes gemeint, das wir vielleicht durch unsere Kunstdarstellungen auch kennen. Denn das griechische Wort ist Tekton. Tekton. Also jemand, der etwas baut. Ein Bauer. Also nicht Bauer im Sinne von Landwirt, sondern ein, der etwas herstellt. Ein Baumeister, kann man vielleicht so sagen. Und ein Tekton hat zu jener Zeit eben weniger mit Holz zu tun, als vielmehr mit Stein. Also man könnte eigentlich schon fast sagen, aus historischer Sicht, ist ein Zimmermann wie Josef damals ein Steinmetz, der eben an der Konstruktion von Steinhäusern beispielsweise auch beschäftigt ist und so weiter. Aber warum? Und das Ganze hat ja auch Auswirkungen auf Jesus, weil er ja den Beruf seines Vaters erlernt. Und die erste Zeit arbeitet er ja auch als Zimmermann, er übernimmt diesen Beruf seines Vaters und lebt ja ganz im Verborgenen. Erst mit seinem 30. Lebensjahr beginnt ja diese Phase des öffentlichen Wirkens. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus kommt, um uns zu erlösen und er ist zugleich der Anfang der neuen Schöpfung. Er ist der neue Mensch. Deshalb ist ja auch diese Adam-Christus-Typologie so verbreitet, schon in der Heiligen Schrift. Wir lesen das schon im Neuen Testament, aber auch bei den Kirchenvätern. So wie Gott Adam teilhaben lässt an der Schöpfung, indem er ihn zum Beispiel die Tiere benennen lässt und dass er ihm dem Menschenpaar die Mitwirkung an der Schöpfung durch die Fortpflanzung überlässt. So ist es der zweite Adam, der Adam, der erste Mensch der neuen Schöpfung, der mitbauen soll, mitwirken soll an der Schöpfung, die das Reich Gottes ist. Er baut gleichsam am Reich Gottes. Und es macht deshalb auch absolut Sinn, dass er immer wieder solche Metaphern gebraucht, wie zum Beispiel, dass er sagt, wer auf meine Worte hört und sie befolgt, ist wie einer, der auf Felsen baut, nicht auf Sand. Das hat natürlich dann eine ganz andere Tragweite, wenn wir solche Metaphern hören aus Jesu Mund, der er ja selbst Tekton geworden ist. Oder wenn er sagt, dass die Kirche auf dem Felsen gebaut wird, auf Felsen errichtet ist. Oder dass es heißt, der Stein, den die Bauleute verwarfen, der zum Eckstein geworden ist. Das sind alles keine Zufälle. Deshalb finde ich das so wunderbar, dass wir anhand des heiligen Josef sehen, wie die Vorsehung Gottes ist. Dass er ausgerechnet einen Baumeister an die Seite Jesu stellt, der ihm zeigt, wie man baut aus Felsen, aus Stein. Der heilige Josef ist es also eigentlich, der es ermöglicht, dass wir die Tragweite dieses Baus aus lebendigen Steinen, um es einmal mit dem ersten Petrusbrief zu sagen, dass wir das begreifen, die Tragweite dieses Bildes für die Kirche. Ein anderer Aspekt, den ich anbringen möchte, ist, warum rufen wir den heiligen Josef an als Schutzpatron der Kirche? Die Kirche ist die Braut Christi und der Archetyp der Kirche, das ist Maria. So wie Josef seine Braut Maria mit seinem ganzen Leben beschützt, so wie er Maria davor bewahrt, dass sie gesteinigt wird, weil sie ein Kind mit einem anderen bekommt, weil er eben zuerst nicht weiß, dass das Kind vom Heiligen Geist ist.
so wie er die ganze Familie beschützt vor der Bedrohung des Herodes, indem er in einer Nacht- und Nebelaktion die ganze Familie nach Ägypten bringt, so wie er der ganzen Familie einen Schutzraum bietet und immer auf den Willen Gottes hört, der ihm im Traum immer wieder kundgetan wird. So ist er es auch für die Kirche, die der mystische Leib Christi ist, die Braut Christi. Er beschützt sie vor den Nachstellungen des Bösen, dass er sie birgt unter seinem Schutzmantel, die Familie Gottes. Der Böse versucht ordentlich zu rütteln an diesem auf Felsen gebauten Bau der Gemeinschaft der Gläubigen. Aber die Mächte der Finsternis werden sie nicht überwältigen. Und wenn man noch so einen Baumeister hat, der sich darum kümmert, was kann uns dann noch passieren? Wir begehen ja auch momentan das Josefsjahr. Also dürfen wir in diesem Jahr noch mal ganz besonders ja um die Fürsprache des heiligen Josef bitten, dass Gott auch gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen ganz schön starke Winde wehen und ganz große Regenschauer auf uns herabprasseln, und damit meine ich nicht die Ströme der Gnade, sondern die Ströme der Versuchung, dass Gott auch da uns nicht alleine lässt. Heiliger Josef, bitte für uns, bitte für alle Väter, dass auch dieser Schutzraum, den er der heiligen Familie geboten hat, den Schutzraum, den er bietet, der Familie Gottes, die Kirche, dass er auch dafür sorgt, dass auch die Familien zu Hause, diese vielen Familien, zu Schutzräumen werden. Das haben wir bitter nötig. In diesem Sinne, alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal.